ist your boy, meine Damen und Herren. Skinny P.I. Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Und, wisst ihr was? Heute Abend ist unser erstes 99-Damage-Spiel. Diese Saison. Exactly. Ich hab's eben erst erfahren. Zum Glück habe ich so fähige Menschen wie Sneasel mit im Stiesel, ja, im Team. Und er hat das ausbaldobert mit den Gegnern. Und, ja, sie haben für heute zugesagt. Wisst ihr noch, letzte Saison, die überhaupt nicht lief? Wir haben von, ich glaube, wir haben von 7 oder 8 Spielen 1 gemacht, 2 gemacht. Wir haben 2-mal gespielt in der letzten Saison. Und der Rest fiel aus, weil die Gegner nie da waren. Und jetzt direkt das Erste. So muss es laufen. Wobei damals auch das Erste noch ging. Naja, wir drücken einfach ganz fest die Daumen, dass es läuft. Ich glaube, wir sind in der 5. Division. Oder 4, nee, in der 5. sind wir. Und würden dann natürlich jetzt gerne in die 4. eindringen. Und es sollte ganz gut klappen. Also heute Abend. Sie hat mir vorhin was macht er hier eigentlich? What the fuck? Wissen wir hier etwa schon den Tatbestand? Der Grieferei? Du Pisser! Ich lese euch mal kurz vor. Ihr seht es gerade nicht. Ich habe das Overlay offen. Ich glaube... warte. Komm. So. Im Team sind dann heute Abend Larry, Seppel, Sneasel, Neondaki und ich. So. Ich würde sagen, beste Leute... Ach komm schon. Junge, jetzt mach... Er will mich jetzt echt rollen, oder? Es ist jetzt gerade 11.45 Uhr, ich muss gleich wieder los. Bei mir hat es leider wieder der verschissen stressige Alltag angefangen. Und bevor ich jetzt heute wieder kein Video habe, weil am Samstag kam ja keins und am Sonntag auch nicht. Das Video hätte eigentlich, das gestern kam, am Sonntag kommen sollen. Das habe ich auch im Video gesagt von wegen und jetzt bin ich froh, dass es Sonntagabend ist und ich das hier noch schnell pressen kann. Ich habe da nur die Zeit eingestellt, also wann es kommen soll. Aber nicht das Datum. Und YouTube stellt, wenn man einen geplanten Upload macht, immer den Tag ein, der auf den Tag folgt, an dem man gerade ist. Also stand da eben der 30. drin und nicht der 29. Und ich habe das selbst erst abends um 22 Uhr gemerkt, dass das Video immer noch nicht oben ist und wollte es dann auch nicht mehr hochladen. Ich dachte mir, naja, jetzt ist irgendwie Quatsch, nachts noch ein Video hochzupumpen. Dann habe ich es halt für morgen. Und ja, so konnte ich dann gestern zumindest noch das Mofa wieder fast zusammensetzen. Also zusammenbauen komplett. Ihr wisst ja, das Getriebe und so weiter war halt alles weg, pipapo. Ja, soweit so gut. Also heute Abend 99 im Livestream. Wir werden um 18 Uhr wieder beginnen mit dem Livestream. Und machen auch unser Lowgame. Also da kann jeder mitmachen, der unter LE ist vom Rank her. Und nach diesem Lowgame wird dann um ungefähr 19.15 Uhr unser 99-Spiel stattfinden. Oder die beiden Spiele, es sind ja 2 Maps, die dann stattfinden. Und ja, ich hab's gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste zwar, dass wir... Ist es so laut? Ich schreie irgendwie voll. Ich wusste, wartet mal kurz, dass die... So, er ist gestorben, okay. Ich habe ein bisschen leiser gemacht. Dass die Anmeldung ja gerade erst war. Zu 99. Wir haben uns auch recht knapp angemeldet, glaube ich. Aber geplant knapp. Und ja, jetzt ist halt direkt das erste Spiel. Oh, guck mal. Der eine macht keine Schritte, seht ihr es? Der Shark. Das ist meistens ein Anzeichen für ein... was war's? Wie heißt es? Anti-Aim. Wenn er keine Steps macht, wenn er wie so schwebt, das ist dann... Ich glaube, es war für Anti-Aim. Ich schau mal kurz in die Stats rein. Wie sieht's bei ihm aus? 4-3. Okay. Da würde man... Ach so, Monsieur! Aha! Da würde man am wenigsten erwarten, dass er derjenige ist, der die Hackerinis anhat. Aber dieses Gehopste, mein Fräulein. Na. Da sehe ich aber schwarz, mein Freund. Aber was hat er noch? Wie sieht es bei euch aus? Ich möchte jetzt wieder nicht so sehr nach vorne greifen, gerade wenn wir hier jemanden haben, der vielleicht nicht direkt durch 40 Wände durchschießt und Leute killt. Die letzten paar Overwatch-Fälle waren da leider sehr, sehr straight. Wobei das Gehopse gerade eben auch eher, ne? Naja. Über Bunnyhops haben wir jetzt ja auch schon oft genug gesprochen. Ich denke, da muss ich nicht wieder fragen, wie, was und warum und links und rechts. Pass mal auf, was Shark jetzt macht. Achtung. Ne, jetzt macht er Steps. Er leckt halt nur so komisch. Könnte auch an irgendeinem Bunnyhop, an dem Bunnyhopper liegen halt. Aber ihr kennt es vielleicht, dass man manchmal jemanden in einem Overwatch einfach nur schweben sieht und er macht keine Steps. Das ist dann, ich glaube, das war für ein... Entschuldigung? Für ein Anti-Aim. Ein Zeichen. Naja. Jetzt pressen wir das hier gemütlich durch. Dann muss ich wieder los und dann komme ich heim und dann ist gleich Stream. Deswegen ist es perfekt, dass ich jetzt kurz Zeit habe, um hier aufzunehmen. Oh Gott, ich hoffe, dass alles läuft. Ich hack mir die Hände ab, wenn ich hier irgendwas jetzt nicht richtig mache, weil ich muss... Das muss jetzt sofort klappen. Okay. Ging jetzt leider sehr kurz. Aber ja, das ist jetzt gerade perfekt für die geringe Zeit, die ich habe. Trotzdem will ich natürlich täglich halt wieder was für euch oder wie immer was für euch hasseln. Wobei jetzt am Wochenende halt Samstag und Sonntag nichts kam. Aber
da kam ja schon was, und zwar die Streams, ne? Einige haben es auch, also früher wurde schon gesagt, du brauchst eigentlich Dienstags, Donnerstags und Freitags da gar keine Videos zu machen, weil du ja live streamst. Und die Livestreams kann man sich auch, wenn man keine Zeit dafür hat, im Nachhinein noch anschauen, und es zählt praktisch wie ein Video, wie ein dreistündiges Video für diesen Tag. Da haben sie sicherlich schon recht, und es mag auch sein, dass es einige so machen, dass sie sagen, wenn ich streame, brauche ich kein Video. Aber ich separiere schon Twitch und YouTube in der Hinsicht, dass ich finde, dass ein Livestream ist halt kein Content auf YouTube, oder es ist auch nicht mit dem Content auf YouTube zu vergleichen. Ja, ich kann aus dem Livestream Dinge rausschneiden und die verarbeiten und daraus was Cooles machen. Wir haben uns zum Beispiel die letzten paar Streams auch wieder lustige Videos angeschaut. Da kann ich sicherlich ein Versuch-nicht-zu-lachen-Video draus schneiden. Oder wir haben über gewisse Themen gesprochen, da könnte ich auch mal so Podcasts rausschneiden und sowas. Ich denke, das ist wieder was anderes. Aber einfach sagen, hey, da ist ein Video, das geht 3 Stunden lang, guckt euch das an. Oder guckt halt da rein. Das, also ist halt eben nicht... Ich finde es nicht irgendwie einfach oder zu einfach, sich selbst gemacht. Also ich verurteile es auch nicht, aber für mich reicht es halt nicht. Ich will dann schon noch ein gescheites Video auch auf YouTube haben. Oder zumindest irgendein Video auf YouTube haben. Ja. Gut, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend im Livestream. 18 Uhr beginnt der Spaß. Low Game, pipapo. Und denkt dran, danach ist 99. Ja, ab 19 oder 15 ungefähr. Also wen das interessiert, der kann da gerne einschalten. Ich werde, wenn wir die 99-Sache beginnen, den Stream ganz kurz neu starten und dann einen Delay von 2 Minuten reinmachen. Also nicht wundern, der Stream ist dann 2 Minuten verzögert. Ne? Das ist halt wichtig bei der Liga-Sache, dass man nicht streamsnipen kann. Und ich werde in diesem Moment dann auch, wo wir das starten, auch die Facecam ausmachen, damit ich eben nicht geblendet bin und zumindest vernünftig spielen kann, ja. Und auch nicht so, ich werde auch nicht so aktiv auf den Chat eingehen, aber das ist ja immer so bei der Liga-Sache, weil ich halt schon mehr im Spiel drin bin. So wird's laufen. Ich lese euch trotzdem dann, wenn ich tot bin und so, dann bin ich trotzdem ganz normal im Stream, halt 2 Minuten verzögert, aber es wird halt nicht das gleiche sein wie die Streams, die sonst am Start sind, okay? Dann bis heute Abend oder bis gleich. Für euch kommt das Video jetzt eh gleich kurz vor 6. Haut rein, macht's gut, ciao, ciao!